Horrings her, en tuning bare hens kødsel, jeg lige med. Total brutal. Herr Gimpel, können Sie da nicht einmal eine Ruhe geben? Ja, ehrlich. Denn das Essen, sonst wird die Hackbraten kalt. Das war ja wieder so ein Gag. Frau Bockensack, könnte ich da noch von der Bude haben? Das ist keine Bude, das ist eine Bulatte. Ach so, was Ausländisches. Dann danke, dann nicht. Horrings, der Tuning-Baul hat so eine Beamtenschnecke voll auflaufen lassen. Ja, ja, genau das habe ich mir gedacht, dass das jetzt kommt. Da hat er bei seiner Rentenkasse angerufen und da hat er zu der Rentenkassenschnecken gesagt, ich muss doch schon sehr bitten. Also gut. Da hat er halt die Frau Sachbearbeiterin angerufen. Horrings, Schnecke, hat er geschrien. Was du einen Satz mit alten Teil? Herr Gimpel, Ihr Essen wird kalt. Ein Satz mit alten Teil? Wo ist denn das hin? Brüllt der Tuning-Baul zu dem Kassen gestellt ins Telefon. Was du ein Satz mit alten Teil? Ja, wer hat denn da gesagt? Er hat blöd. Du glaubst doch nicht, dass ich mal renten mit einer alten Teil. Total brutal. Entschuldigung, darf ich da auch schneller mal was widerrufen? Was wollen Sie denn widerrufen? Mein Geständnis. Also bitte. Danke. Mein Geständnis. Sind fertig? Ja, danke. Darf ich jetzt vielleicht auch noch eine Bemerkung einwerfen? Na, das dürfen Sie nicht. Na, hätte ja sein können. Dann Adi. Und Sie, Herr Campus? Beifuß. Wollen Sie da nur ein Fläschchen Leikheimpilz mit so einem Bügelverschluss haben? Ist das alkoholfrei? Na, natürlich nicht. Na, geben Sie es mir. Ordnung. Alten Teil, der Tuning-Baul. Das ist doch pervers, wenn man in seinem Leben nur noch danach trachtet, sich über die Beamtenschaft zu mokieren. Also das ist doch kein Leben. Grüß Gott, Frau Bogensack. Frau Vollpatscher, grüß. Ach Gott, wie schauen denn Sie aus? Ja, gell? Das ist doch furchtbar, ist das. Selbst Vollschnecke, hat die einen Zahnbrüchel? Na, ich hab Heuschnupfen. Welcher Dämonenfluch. Ja, ja, die Bohlen, das ist auch wieder typisch. Das ganze Jahr fliegen die umeinander. Gerade der Papst, ne? Der Dieter Bohlen auch. Ich krieg bloß schnell ein bisschen Salami, so knappe 4 Scheiben. Ordnung. Wo die Bohlen bloß das Geld her haben. Harry Patscheri, weißt du, was der Tuning-Baul kürzlich zu seiner Sekretärin gesagt hat? Die Bohlen, die zahlen die Flüche garantiert mit unseren Autos, die sich angestohlen haben. Zu seiner Sekretärin. Kein Wunder, dass man dann da davon einen Ausschlag sich einfängt. Er hat gesagt, Madler, als Fachkraft bist du eine echte Pflaume. Aber als Pflaume bist du eine echte Fachkraft. Gott oder so. Der Tuning-Baul. Frau Bogensack, ich gehe. Eine echte Fachkraft. Herr Gimpel, jetzt ist genug. Und zwar total brutal. Ja, passt schon. Ich mach eh los. Weil jetzt fahren wir in Ballermann ein wenig in Mond nass rauswischen. Weil wissen Sie, da ist heute Spargelfechten zwischen der Miss Obertrubach und der Miss Weinzierlein. Ade. Ja, ich wollte bloß fragen. Es ist da, wo es hingehört. Das glaube ich nicht.